not to go out because it'll affect my work. Turn it off. Also, turn it off, turn it off. Was? In Amerika ist etwas passiert. Das hier ist Lia Marie Johnson. Also ich habe die damals schon verfolgt, unter anderem wegen Break 2. Persönlich habe ich die noch nie getroffen, aber die beiden Macher, Fine Brothers heißen die, glaube ich. Und Lia Marie Johnson hat irgendwann ihre eigene Karriere gestartet. Also sie hat unter anderem Musik gemacht, sie hat eigene Videos gemacht und so weiter und so fort. Wir gehen mal eben auf ihr Instagram. Ich folge ihr schon seit Jahren, aber irgendwann hat sie angefangen, Bilder hochzuladen. Die fand ich ein bisschen komisch. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ungefähr ab dem Zeitpunkt hier, wo sie sich die Haare rasiert hat. Also nicht rasiert, aber abgeschnitten. Es gibt so ein paar Bilder von ihr, die wirken auf mich bisschen drug, wie zum Beispiel das hier. Also natürlich sind das nur Vermutungen, aber ihr Grind wirkte halt komplett anders als vorher. Keine Ahnung, ob ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Ich glaube, ungefähr hier haben Leute angefangen zu schreiben, jo, ist alles in Ordnung bei dir? Kann es sein, dass du viele Drogen nimmst? Sie macht auch seit ungefähr einem Jahr regelmäßig Instagram Live-Feeds. I would like all of you stay as sober as you can, because your family loves you and you're needed. Keine Ahnung, also prinzipiell finde ich das noch nicht schlimm. Man merkt aber irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. The reason I'm not on React anymore is because I have too much of a fucking attitude for people like you. So fuck off. Bin ich der Einzige, der das irgendwie creepy findet? Ich zeige euch noch mehr Live-Feed. I'm not high. I'm not high. That I hadn't slept all night. And I didn't sleep all day today. Und da haben Leute angefangen zu sagen, yo, Lia, es wirkt alles in Ordnung, du wirkst irgendwie neben der Spur, deine Haut wird immer unreiner, du siehst irgendwie ungesund aus, ist wirklich alles in Ordnung? Irgendwann fängt sie, glaube ich, an zu weinen. Stop. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da abgeht. Auf jeden Fall wurden diese Insta-Stories immer schlimmer. Und jetzt kommen wir zu ihrer nächsten Story. Es gab schon die ersten großen YouTuber, die angefangen haben, sich Sorgen zu machen, wie unter anderem Sam Pepper. Und ich bin wirklich kein Fan von Sam Pepper. Aber dieser Stream ist auch sehr merkwürdig. Gebt euch das mal. No, my boyfriend broke up with me. Ich weiß nicht, auf mich wirkt sie komplett neben der Spur und vor allen Dingen in diesem Stream macht sie ihre Stimme so richtig hoch. Why did you decide to go live on Instagram? Because this is where the answers are. Because if you do not answer to yourself. Ich weiß nicht, Leute, es könnte alles sein. Es könnte Depression sein, es könnte eine Psychose sein, sie könnte high sein. Ich weiß es nicht. But no one cares about me, so. Guck mal, sie sagt, no one cares about me. Niemand interessiert sich für mich. Also keine Ahnung, ob Sam Pepper und Lia Marie Johnson schon vorher miteinander befreundet waren, aber die Art und Weise, wie Lia redet, ja, was soll ich sagen, creeps me out. Dann holt sie sich irgendeine Bottle, das aussieht wie Hugo. Jetzt zeige ich euch wirklich das Schlimmste. Dieser Stream ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das war vor einigen Wochen und da ist sie komplett weg. Man hört eine Stimme im Hintergrund und viele sagen, das ist der Producer. Dieser Producer ist mindestens 50 Jahre alt. Es geht unter anderem auch darum, dass Leute, also Zuschauer von ihr, die sich Sorgen gemacht haben, die Polizei gerufen haben. Ich glaube, es bringt nicht viel, die Polizei zu rufen. In solchen Situationen die Polizei zu rufen, ist kontraproduktiv. Okay, wait. Etwas Ähnliches ist schon vor Monaten passiert. Sie ist live gegangen und sie wirkte irgendwie dry oder high. Also auf jeden Fall war sie neben der Spur. Und das nächste Komische, das passiert ist, da war halt so ein Typ. Also da war ein Mann. Lia hat diesen Mann geküsst und er hat sie angefasst. Seht ihr gleich. Es ist nicht schön. Man weiß aber nicht wirklich, wer das ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Also er hat sie geküsst, er hat sie an sich gezogen. Manche Leute sagen, es wirkt ein bisschen, als wolle sie das nicht wirklich. Und jetzt kommt das wirklich Krasse. Ich denke, ich brauche mehr Wein. Gebt euch mal die Kommentare. Man sieht, wie ungesund sie ist. Ist alles in Ordnung? Das geht dann immer so weiter. So, jetzt achtet mal darauf, was dieser Typ im Hintergrund sagt. Unten sind die Subtitles. Where are you at? Are you on Instagram? Totally. Totally. Er fragt, bist du etwa auf Instagram? Nein, bist du nicht. Du kannst nicht auf Instagram sein. Yeah, be on Instagram. Auf jeden Fall wurde er nervös, zumindest klang er nervös, als er realisiert hat, dass sie live auf Instagram ist. Und jetzt wird's richtig komisch, weil das nächste, was Lia tut, ist, ihn anzulügen. Sie sagt, sie wäre nicht live auf Instagram. Und die Frage ist, ist das so eine Art Hilfeschrei? Was versucht sie zu bezwecken? That would be bad. Das wäre sehr schlecht, sagt er. Lia, are you on Instagram? No. Huh? No. Das ist interessant. Warum legt sie das Handy weg? Man sieht ja, es ist alles schwarz. Wahrscheinlich hat sie das Handy so hingelegt, dass der Display zum Tisch ist und hat ihn angelogen, hat gesagt, ich bin nicht live. What is this? No, tell me the truth. That's just a lie. That's a lie. That's not even an Instagram. What is it? Live stream? No. What is it?
Tell me the truth. Das war's. Dann hat sie den Livestream beendet. Aber es gab noch einen anderen Stream und dieser war auch ziemlich weird. So to heck with that. Now, we're going back to us. No. I'm hijacking your phone for... So, und jetzt hat man das Gesicht gesehen. Dieser Typ hier ist ihr Producer. Und es gibt noch ein besseres Bild von ihm. Das ist der Kerl. Das ist der Kerl, der mit ihr gesprochen hat. Wenn man bedenkt, dass sie sich geküsst haben, dass er sie an sich gezogen hat, dass sie ihn anlügen muss, ich frage mich, was da tatsächlich abgeht. Es gibt noch einen anderen Stream. Okay. You know what? Fuck all of you. Do not send the fucking police for my fucking address. Guck mal, er sagt, turn it off, turn it off. Mach das aus, Lia. Lia, I need this not to go out because it affects my work. Also er möchte wirklich sicher gehen, dass das generell alles nicht rauskommt. Sehr interessant übrigens, Leute. Nachdem das alles passiert ist, hat dieser Producer seine ganzen Social Media Accounts offline genommen. Beziehungsweise auf privat gestellt. Genau, Lia hat die Leute gebeten, nicht die Polizei zu rufen. Die Polizei kam vorbei und haben Lia abgeführt. Danach ist sie nochmal live gegangen. Please, please, stop calling. Please, leave me alone. Es ist tatsächlich so, dass sie immer noch Kontakt mit ihm hat. No reason to worry. I'm okay. Sie sagt, es würde mich wirklich freuen, wenn ihr bitte, 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 bitte aufhört, euch Sorgen zu machen. Erinnert ihr euch noch an Marina Joyce? Ich finde, das ist so eine Marina Joyce-Situation. Mir macht auch die Tatsache Angst, dass sie ja permanent auf irgendwas ist. Vor allem in seiner Gegenwart. Und er tut ja auch nichts dagegen. Okay, wir schauen uns jetzt ein Video an von einem YouTuber, der ein Video darüber gemacht hat. Und das ist ein sehr interessantes Video. There was a young girl and she liked to drink beer. Und ich finde das halt so mindblowing. Ich meine, ich habe damals jedes React geguckt und sie wirkte so aufgeblüht. Sie wirkte so lebensfreudig, ganz andere Ausstrahlung. So, da hat jemand gefragt, wie alt ist sie? 23, okay. I was sitting on the balcony with her and I remember I was smoking a bunch of cigarettes. Like I was just, I keep smoking cigarettes while we were talking. And she didn't even smoke cigarette. I remember like she didn't smoke. Das ist eine ehemalige Freundin von Lia, die sie in LA kennengelernt hat. Und sie erzählt gerade, dass sie schon mal auf einer Party bei ihr, also Lia hat da nicht mal geraucht. Da war noch gar nichts los. Ja, das sind natürlich Vermutungen, ne? Also niemand weiß hundertprozentig, was ihre Vergangenheit ist, ob ihre Vergangenheit schlimm war. Vor allen Dingen ist sie auch nicht alleine. Also viele Menschen stürzen ab, indem sie an ein falsches Umfeld geraten, indem sie an bestimmte Drogen geraten, indem sie unter anderem dadurch die Kontrolle über ihr gesamtes Leben verlieren und über sich selbst. Und die Tatsache, dass sie was mit ihrem Producer hat, der über 50 ist, zumindest sieht er so aus, dann ist natürlich auch noch die Frage, wie er das ausnutzt. Ich finde das ganz, ganz gruselig. I'd call it what I'd call her live streams. Nothing more than a cry for help. Generell habe ich das Gefühl, dass vieles, was sie tut, ein Hilfeschrei ist. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Insta-Stories ein Hilfeschrei sind. Und ich habe so Angst um sie, also ich will wirklich nicht, dass ihr irgendetwas passiert. I don't have a split personality. I just am schizophrenic. It's not a big deal. Okay, sie sagt, ich bin zwar schizophren, aber ich habe keine gespaltene Persönlichkeit oder so. Ich hatte ein ähnliches Topic mit Etika, wo ich so einen Stream gemacht habe und wir haben uns die ganzen Indizien angeguckt. Und auch da habe ich gesagt, ich hoffe wirklich, dass Etika sich nichts antut. Zwei Wochen nach dem Stream hat er sich selbst umgebracht. Und ich denke mir, fuck. Deswegen hoffe ich, dass Lia nichts passiert. Und die Tatsache, dass bei Etika so viele diese Indizien nicht gesehen haben, verunsichert mich ein bisschen. It also seems that one of her ex-boyfriends used to handle drugs, posting bottles of lean to his public Instagram. Ja, Umfeld macht auf jeden Fall super viel aus. Also ich bin jetzt kein Mensch, der Drogen irgendwie verteufelt. Man darf Drogen aber auf keinen Fall verharmlosen. Auf Twitter sehe ich das tagtäglich, dass irgendwelche Drogen verharmlost werden. Und ich würde am liebsten jeden boxen, der das tut. Someone said, are you on drugs? No. There are so many teas. We're not on drugs. The tea is this. Da hat es also angefangen. Ah, hier sieht man den Producer nochmal. Clip from 2012, where he's being interviewed by two of his young clients who appear no older than 11. What do you like most about photography? I think my favorite thing is meeting the kids and their parents, just getting to know them, and then we always take an ice cream break. Oh, dieser Producer hat einen ganz, ganz komischen Vibe auf mich. Yum, white cream. You had ice cream today. Yes, I did. You had a big bowl all to yourself. Oh, yeah. Dipping in it. Ice cream. Oof. If you could describe yourself in colors, what type of color would you be? I think pink and black, because pink is just this friendly color, you know? Nobody's afraid of pink, but black is kind of this mysterious color, so you kind of don't know what
what's going to happen? The unknown. So you've got this friendly, warm, pink thing. Yeah, really professional, yeah. Ich meine, klar, sie ist erwachsen. Sie kann theoretisch Sex mit wem auch immer haben. Aber wenn man sich mal die ganzen Umstände anguckt, da kann man nicht behaupten, dass es nicht ein bisschen komisch ist. Ja, also man sieht das auf jeden Fall. Der ist das so 100%. Ich glaube, dieser Steven Weatherby oder wie der heißt, hat jetzt auf jeden Fall verkackt. Ich glaube, seine Karriere ist vorbei. Er weiß so 100%, dass das, was der tut, falsch ist. Ich mache mir ultra Sorgen. Weil auf der einen Seite sagt sie, hört auf, die Polizei zu rufen und hört auf, euch Sorgen zu machen. Aber das sagt sie immer nur dann, wenn er in der Nähe ist, wenn er hinter ihr steht. Dog and me don't make YouTube videos anymore. I just stopped making videos, my friend. Just wasn't for me anymore. Komisch, oder? Sie sagt, ich mache keine YouTube-Videos mehr. Mein Freund, ich habe einfach damit aufgehört. You are my light and it feels like a star is dying. Bring me to life because all I'm doing is trying. Fighting the urge to forget who I am. Remembering you for you. I hope you understand. I never knew love could be so brutal. I'm injured. And I'm always coming back for more. That's why you called my soul yours. Was? Das war ein Gedicht, das sie geschrieben hat. Und ich glaube, das hat so 100% auch mit ihr zu tun, beziehungsweise mit ihrer Lebenslage. Ey, das ist alles wie ein... Carlotta schreibt es auch, das ist alles wie ein Kinofilm. Das kommt mir gar nicht real vor. Es ist, als würde man sich einen Horrorfilm angucken. Die Art und Weise, wie sie redet, der Inhalt, es gibt nichts mehr, das ich euch zeigen kann. Ich hoffe einfach nur, dass es ihr gut geht. Ich hoffe, dass sie Hilfe bekommt und ich möchte, dass ihr nichts passiert. Mal gucken, ob in Zukunft noch mehr passiert. Ich hoffe nicht. Aber wenn noch mal irgendwas passieren sollte, dann werde ich in diesem Stream darüber reden.